da hat es super coole Liftler, der lässt dann so aufgefahren. Ganz schön kuschelig ist dein Lift, auch, schau. Und gratis nur dazu. Und schön warm dahinten. Ja, das lobt er uns. Das ist ja das Schlimmste. Sitzheizung, wie angeludelt. Das ist einfach so ein geiler Ski. Das Beste, was ich bis jetzt an die Füße gehabt habe, sowohl zum Gehen als auch zum Fahren. Die Bindung, eine geniale Ergänzung. ATK, mein Favorite für diesen Winter, für diese Saison. Die ist aber noch nicht aus. Es kommt sicher noch ein bisschen was dazu. So, jetzt sind wir gleich am Gipfel. Und damit der Roland nicht so traurig ist, wird da schon emsig das Gipfelkreuz repariert. Bis er da ist, ist alles fertig. Okay, ich glaube das. Roland, du bist zufrieden mit dem Gipfelkreuz? Ja, ich habe es ja schön direkt gesehen, aber besser so als wie keins. So, jetzt können wir schon auf ein Bier fahren. Du kriegst nur einen Tee. Heli? Mit 90 Grad. Ja, geil, Heli. Ja, geil. Ja, geil. Heli. Ja, kann man jetzt nordseitig runterfahren, die steile Nordflanke, dann kommen wir zur Vögeralm. Ja. Und wenn wir die Klamm runterfahren, kommen wir auch zur Vögeralm. Aber die ist nicht so steil. Was? Die Klamm? Okay, die Klamm. Ja. Fazit? Fazit, ja, jetzt müssen wir schauen. Fahren wir da die Südrin rein, die schaut mir ja gut an. Ja. Oder wir fahren nur mehr auf die Lungauer Kalkspitze. Und das ist das Schöne am Mittwoch, dass nie klar ist, wann man wohin geht. Es ist immer Überraschung.
ist ja viel weicher, da. Das ist ja eher tiefer sogar. Ich bin mich noch nicht lange nochmal drum, weil ich. Da, wo die Gamsen daheim sind. Gut! Jetzt haben wir 5 Meter. Geht das? Na, da ist nichts gescheit, da ist nichts gescheit. So, jetzt werden wir auffällen. Ein bisschen ein neues Gelände. Und gehen wir auf. Da hat natürlich der kurze Ski auch wieder extreme Vorteile, weil halt sehr wendig. Okay, das macht keinen Sinn. Da werden wir uns ein bisschen die Ski anziehen. Aha, okay, da wird es ein bisschen härter. Aber einfach gescheit hinsteigen und das pfeift. Thank you.
Geh, so ein Schaß. Schaß mit Blodern. So, und da haben wir jetzt dann den nächsten Vorteil von einem kurzen Ski, dass das halt einfach schon ein very kommod zum Tragen ist. Ein bisschen aufgemacht. Vorzugsweise ein bisschen einen Ski montieren auf der Seite, da wo es bergab geht, dann streift er nichts beim Aufklettern. Und los geht's. Da hat es jetzt ein bisschen ein loses Gestein auch noch. Hoppala! Die Gams ist ja das wurscht, gell? Aber schauen wir mal. Das geht natürlich so auch, gell? Diese abschüssigen Platten sind so unsympathisch. Bleibst du da? Das ist echt ein Dreck da. Ein Dreckshaufen. Da wo es da drüber geht. So, oder? Aber jetzt haben wir es geschafft. Kleiner Drecksweg, große Wirkung. So. Juhu! Passt! So, aber dafür ist da ein schönes Platzl zum Ski anziehen. Was an der Anstellsache ist, ist dafür wieder da schöner zum Einschlürfen. Und geht dahin. Da geht's oben.
Wir surfen, whoopi! Geil, der Hund biegt! Geil, der Schnee. Ah, super schön hier. Bitte. Okay. Der Herr Stöllner hat den teuersten Campingstuhl dabei heute. Ja. Helle, ist das dein Campingstuhl, der neue? Was kostet der? Du, der war jetzt in der Aktion. Jedem sein Campingstuhl kann ich nur anraten. Ist aber nur für einen schmalen Arsch, oder? Leute, kauft bei Trödler. Aber ich fahre meine Routen von außen. Aber viele sind nicht gewesen da. Aufgefüllt ist und weiter geht's. Das ist übrigens mein Schneeschindel, weil für ein Bredel ist das nur ein bisschen zu klein. Aber zum Drunterkommen, da wird es auch schon reichen. Sehr geil. 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 Seh
Pfiat euch, viel Spaß im Fuchsloch, gell? Viel Spaß auf dem langen, langen Forstweg. Sieg los! Ich freue mich! Jetzt haben wir wieder anfüllen und dann geht's ins Fuchsloch. Und damit man nicht weit gehen muss, werden wir abgeholt. Weil da vorne doch der Kurven ist eh schon von aus.